Nachdem ich mich in einem früheren Video bereits diversen Fragen aus einem christlichen Bibelforum gewidmet habe und versuchte, diese bestmöglich zu beantworten, dachte ich mir, ich könnte daraus auch ein kleines Format machen. Und darum widmen wir uns in der heutigen Folge von Tommy Hilf den Fragen und Problemen der Menschen aus einem großen österreichischen Esoterikforum. Los geht's. Mich treibt schon seit längerem die Frage nach einem neuen Job um. Mir steht das Wasser momentan bis zum Hals, um es zu konkretisieren. Nun wäre es schön, wenn ich aus der Misere herauskäme und ab Februar, spätestens März 2019, mit einer Anstellung rechnen könnte. Was meint ihr dazu? Wie sieht das astrologisch für mich aus? Ist es realistisch, dass ich bis dahin etwas finde bzw. gefunden habe und vor allem fest angestellt werde, oder kann ich 2019 überhaupt damit rechnen? Wenn ihr Daten brauchen solltet, sagt mir bitte, wo ich die hier sicher für Berechnungen einspeisen kann. Ich danke euch sehr. Okay, ich würde sagen, wir befragen mal die Sterne. Alter, wo soll ich das bitte wissen, ob du einen Job findest? Sehe ich so aus, als würde ich deine Referenzen kennen oder was? Hier ein kosmischer Tipp von mir. Wenn du Geldprobleme hast, dann hör auf, deine Zeit in Esoterikforen zu verschwenden und schreib anstatt sinnloser Beiträge lieber mal Bewerbungen. Im Internet zu fragen, ob man dieses Jahr noch einen Job findet, ist so, wie wenn man sich eine Hantel kauft und dann im Internet fragt, wann man denn endlich einen brachialen Bizeps kriegt. Und die Antwort bleibt die gleiche. Wenn du aktiv wirst, aber von nichts kommt nichts. Höchstens Krebs. Okay, jetzt wo das beantwortet wäre, kommen wir zur nächsten Frage. Kann häufiges Ejakulieren den Haarausfall beschleunigen? Wow, wir kommen also direkt mal zu einer wichtigen Frage. Beispiel 1. Mann im Alter zwischen 20 und 35, Ejakulation pro Jahr 130, nach Ablauf von jeweils 3 Tagen. Beispiel 2. Mann im Alter zwischen 20 und 35, Ejakulation pro Jahr 24, zweimal im Monat. Beispiel 3, Mann im Alter zwischen 20 und 35, Ejakulation pro Jahr 180, nach Ablauf von jeweils 2 Tagen. Laut TCM, also traditioneller chinesischer Medizin, verliert der Körper durch Ejakulation Nierenenergie. Die Nierenenergie wird dann wieder aufgefüllt, indem andere Depots im Körper angegriffen werden. Hat hier vielleicht jemand Bekannte, die normal oder überdurchschnittlich viel Sex haben und trotzdem nicht unter Haarausfall leiden? Okay. Wo fangen wir da an? Also erstmal sollte man eventuell sagen, dass man in der traditionellen chinesischen Medizin auch daran glaubt, dass man die Potenz steigern würde, wenn man Büffelpimmel verspeisen würde. Und Medizin, die mir weismachen will, dass ich Schwänze schlucken soll, halte ich ohnehin schon mal für sonderlich suspekt. Aber dass einem jetzt auch noch die Haare ausfallen soll, wenn man viel abspritzt, ist wohl der Gipfel der Übertreibung. Ich meine, man ejakuliert ja nicht nur, wenn man Sex hat, sondern auch, wenn man die Boa wirkt. Und wenn diese Theorie wahr sein würde, dann wäre ich bereits im Alter von 15 mit einer Glatze rumgelaufen, die Vin Diesel von Neid hätte erblassen lassen. Von daher, glaubt bitte nicht jeden Scheiß, den ihr im Internet lest. Vor allem nicht, wenn er von Leuten kommt, die euch dazu bringen wollen, ein Büffelpimmeln zu nuckeln. Nächste Frage. Hallo ihr Lieben, da mich das Thema Kinder auch zurzeit beschäftigt, mit 19 etwas früh, ich weiß, wollte ich hier nochmal ein paar Fragen in einem eigenen Thread erstellen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich Kinder bekommen werde? Wird es irgendwelche Probleme geben? Und was ist eigentlich meine konkrete Lebensaufgabe? Soll ich eine Familie gründen? Zu mir persönlich kann ich sagen, dass ich Kinder gerne habe und später selbst gerne eine Familie hätte. Aber ich denke, das sagt fast jedes Mädchen in meinem Alter. Okay. Also erstmal sollte man vielleicht sagen, dass es mit 19 mittlerweile überhaupt nicht mehr komisch ist, sich mit dem Thema Kinder auseinanderzusetzen. Im Vergleich zum klassischen Assi-TV-Zuschauer ist das sogar relativ spät. Ich meine, mit 19 sind die teilweise schon Großeltern. Und für die zweite Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass du in nächster Zeit Mutter wirst, wollen wir an dieser Stelle mal wieder die Sterne befragen. Nun, wie wahrscheinlich es wird, dass du Kinder kriegst, hängt von 2 Faktoren ab. Erstens, wie gut bist du darin, die Beine zusammenzuhalten? Und zweitens, wie gut kannst du mit einem Kleiderbügel umgehen? Und mal ganz abgesehen davon, ist es absolut dämlich, im Internet zu fragen, ob man mal eine Familie gründen soll. Hier kennt niemand deine persönliche Situation. Keiner weiß, ob du einen Job hast und überhaupt dazu in der Lage bist, dich finanziell und zeitlich gut um ein Kind zu kümmern. Wie zur Hölle soll hier also irgendjemand darüber entscheiden, ob du ein Kind kriegen solltest? Mal im Ernst, ein Kind zu kriegen und eine Familie zu gründen ist keine Entscheidung, die man einfach mal so nebenbei treffen sollte. Weil Eltern, die ihre Kinder vernachlässigen, weil sie nicht überdacht haben, was für eine gigantische Verantwortung damit einhergeht, gibt es hierzulande genug. Von daher lautet meine persönliche Antwort, ja, bitte krieg ein Kind. Die Babyklappe hat Hunger. Fütter mich. Hallo liebes Forum, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Ich habe einen Jungfraumann kennengelernt und würde ihn gern besser verstehen können. Nicht nur oberflächlich. Bin ich hier richtig? Danke. Hey, natürlich bist du hier richtig. Weil warum sollte man einen Menschen auch kennenlernen, indem man sich mit ihm unterhält oder so? Viel zu Mainstream. Fremde Menschen in einem Forum zu befragen und ihnen nur die Information zu geben, dass der Typ Jungfrau ist, ist genau die richtige Methode. Wenn ich ein Auto kaufen möchte, frage ich natürlich auch in einem Forum. Hallo, ich möchte ein Audi kaufen, ist der gut? Das sind alle relevanten Informationen, die man so braucht, um einen Menschen beurteilen zu können. Von daher helfe ich dir gerne. Weil Männer auf einer tiefgründigen Ebene zu verstehen, ist nicht sonderlich schwer. Er will vögeln. Und zwar viel. Und er wird alles tun, um das zu erreichen. Und da du scheinbar viel auf abergläubisches Zeug gibst, würde ich an seiner Stelle irgendeine Horoskopseite ins Internet stellen, wo jedes Mal unterhalb deines Horoskops steht, dass dich alles Glück der Welt erwartet, wenn du deinen Typ heute ranlässt. GG. Easy. Nächste Frage. Hallo, ich bin neu hier und interessiere mich seit circa 2 Monaten extrem für Astrologie. Seit ich mich dafür interessiere, hat sich eine ganz neue Welt für mich geöffnet und ich finde alles total spannend und habe dementsprechend viele
Fragen, besonders was meinen Freund, meine Beziehung angeht. Ich, 21, bin seit 4 Monaten mit meinem Freund 23 zusammen. Ich bin ein Krebs, er ein Widder. Ich habe mal so eine Online-Chart erstellen lassen und wollte jetzt euch Fragen bitten, diese zu kommentieren bzw. mir zu sagen, was gut, nicht so gut aussieht. Vielen lieben Dank. Hey, schon wieder jemand, der seine Beziehung von fremden Menschen im Internet bewerten lassen möchte. Jetzt weiß ich endlich, wo die ganzen Leute abhängen, die früher SMS mit ihrem Namen an Viva geschickt haben, um herauszufinden, ob sie mit ihrem Freund zusammenpassen. Also tun wir ihr doch mal den Gefallen und befragen die Sterne, ob was aus ihrer Beziehung wird. Ja, er wird dir zwar regelmäßig fremdgehen, aber du bist so leichtgläubig, dass du ihm glauben wirst, dass die ganzen Kratzer auf seinem Rücken von einem Tigerangriff im Stadtpark kommen. So, ich hoffe, ich konnte dir bzw. euch weiterhelfen. So, soviel zur ersten Ladung an Fragen von Esoterikern. Und jetzt habe ich auch noch 2 Fragen an euch. Und zwar erstens, seid ihr abergläubisch? Und zweitens, wenn ja, wusstet ihr schon, dass der Schlüssel zur ewigen Glückseligkeit Sex mit natürlich rothaarigen Menschen ist? Nein? Tja, dann seid ihr jetzt schlauer. Haut rein.